würde sagen, Heilgeist einmal an der Brücke. Und sollte er Gegner seine Musketiere rausspielen, dann ist natürlich Alarm im Darm Deluxe für diesen Gegner. Er setzt jetzt hier seine Dings ein. Da gibt es natürlich von uns die Tollwut-Barbaren. Und jetzt ist die Frage, was macht der Gegner, wenn da einfach ein Mönch reinkommt und wir hier einfach zünden? Ich meine, irgendwas muss er sich ja überlegt haben, ne? Sonst wäre das ja ein bisschen doof. Jetzt gibt es hier einmal das so und jetzt hat der Gegner gerade keinen Feuerball. Hallo, Alejandro! Alejandro, was machst du? Alejandro, dein Turm ist down. Meine Tollwut-Barbaren haben dich komplett abgenippelt. Was ist das hier? Alejandro, wir müssen nochmal darüber sprechen, über den State of this Game. Du hast Probleme, diverseste Probleme. Deine Musketieren geht drauf, dein Turm geht drauf. Du hast meinen Turm nicht mal im Ansatz. Alejandro, ich würde mir überlegen, ob es sich wirklich noch lohnt, hier zu spielen. Es ist ein Notfall, Alejandro. Du wirst jetzt gleich einen Schweinereiter-Feuerball-Predikt machen, ja? Macht jetzt, auf Ansage. 10 Sekunden vorher sage ich das. Wir warten jetzt extra auf seinen Schweinereiter, denn der wird mit einem Feuerball dahinter kommen. Und wir werden einfach die Kanone setzen. Freunde, was soll ich euch sagen? Die Glaskugel ist da.